9, 1 bis 4 waren vertagt. Wir tauchen also in der Tagesordnung wieder auf mit dem Tagesordnungspunkt 9, 5, Evaluation der Tätigkeit von Trägern der Freien Kinder- und Jugendhilfe in Dresden. Einreicher ist die AfD-Fraktion. Herr Pinkert, wenn Sie den Antrag und den eigenen Änderungsantrag vorstellen wollen, bitte sehr. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, Stadträte, sehr geehrtes Publikum. Ich möchte Ihnen jetzt kurz unseren Antrag zur Evaluation der Tätigkeit der Freien Kinder- und Jugendhilfe in Dresden vorstellen. Aufgrund der aktuellen finanziellen Gesamtlage ist es leider im Bereich des Vorstellbaren, dass uns im nächsten Haushalt geringere Mittel für die Jugendhilfe zur Verfügung stehen, gegenüber der derzeitigen guten finanziellen Abdeckung. Umso wichtiger ist eine Bewertung der eingesetzten Mittel im Kontext der Bedarfe und dadurch erreichten Ziele. Hierfür bietet sich eine Durchführung der Evaluation durch einen externen Dienstleister an, da eine interne Evaluation nicht wirklich unvoreingenommen durchgeführt werden kann. Oder würden zum Beispiel das Finanzamt ihre eigene Steuererklärung von Ihnen prüfen lassen? Denke eher nicht. Es soll vom Oberbürgermeister in Zusammenarbeit mit dem Jugendhilfeausschuss eine Ausschreibung erarbeitet werden für eine externe Evaluation. Der Jugendhilfeausschuss hat unseren Antrag der Beschlussempfehlung des Unterausschusses Planung folgend abgelehnt. Hier wurde unser Antrag schon im Unterausschuss auf das Übelste angegangen. Wenn die Träger sicher wären, dass die Ziele erreicht werden bzw. der richtige Weg eingeschlagen wird, kann man ohne Bedenken der Evaluierung zustimmen. Wer jedoch die Abhängigkeiten im Unterausschuss Planung und im Jugendhilfeausschuss ansatzweise kennt, wird zum Schluss kommen, dass hier sich jemand nicht kontrollieren lassen will. Auch das Gegenargument bezüglich der Kosten-Nutzen ist fadenscheinig. Erstens kann es sein, dass Geld nicht zielgerichtet ausgegeben wird und dies zur notwendigen Umlenkung für andere Bedarfe nicht zur Verfügung steht, nach der Evaluierung zur Verfügung stehen würde. Zweitens, die Arbeit der Jugendhilfe durch das Ergebnis gestärkt wird. Drittens, eventuell auch mehr Bedarfe durch die Evaluation aufgezeigt werden. Bezüglich der Finanzierung kann die Evaluation im nächsten Haushalt Berücksichtigung finden. Daher stimmen Sie der Beschlussvorlage nicht zu, um damit den Weg zur Evaluierung freizumachen. Ich weiß, dass der Herr Kiesling hat sehr stark dagegen gewettert, auch der Herr Dietze und andere, Frau Siebeneicher. Ich kann das verstehen, es kostet Geld erstmal. Es kostet alles Geld. Wenn ich aber den falschen Ansatz vorantreibe in der Jugendhilfe und mir dafür Geld fehlt auf der anderen Seite für Suchtprävention, ja, dann bin ich irgendwo falsch abgebogen. Und das Ziel ist ja, unseren Jugendlichen zu helfen mit den finanziellen Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Ja, deswegen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und gemeinsam für eine sinnvolle, ergebnisorientierte Jugendarbeit. Vielen Dank. In der Fraktionsrunde beginnen die Freien Wähler. Verzichten dann Bündnis 90 Die Grünen, Frau Siebeneicher. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Einbringung war aus meiner Sicht sehr unklar von Seiten der AfD. Der Antragstitel klingt fachlich: Evaluation der Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Und es wurde ja hier auch gerade ein großer Bogen geschlagen. Die Wirksamkeit der Jugendhilfe soll wissenschaftlich untersucht werden, und zwar im Großen und Ganzen, ganz grundsätzlich und generell. Doch schon im Begründungstext wird der Eindruck erweckt, dass seit Jahren Gelder ohne Plan
in Millionenhöhe ausgegeben werden, die Kosten komplett aus dem Ruder laufen. Soweit die Einschätzung der AfD und auch der Hinweis zum Sparhaushalt war ja heute ein Beleg mehr. Fakt ist, die Jugendhilfe ist in einer fortwährenden Entwicklung. Die Rechte von Kindern und Jugendlichen wurden in den vergangenen Jahren schrittweise gestärkt. Und das drückt sich auch darin aus, dass sie Jugendangebote nutzen können, in ihrer Freizeit, in den Ferien oder auch jetzt an den Schulen mit einer starken Schulsozialarbeit. Und sie haben ein Recht darauf, Unterstützung zu bekommen, wenn sie sie benötigen bei den Hilfen zur Erziehung. Laut Bundesgesetz hat die Jugendhilfe eine ganz besondere Stellung im Vergleich zu anderen Politikbereichen. Und wer von uns im Jugendhilfeausschuss sitzt, als Stadtrat, als Stadträtin, der weiß, dass die Diskussionen da sehr, sehr fachlich sind. Denn zur Hälfte sitzen Vertreterinnen der Jugendhilfe selbst mit am Tisch und eben nicht nur die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Parteien. Wir diskutieren Planungsrahmen, die Entwicklung von Angeboten in den Stadträumen. Wir haben zuletzt ein sehr komplexes Verfahren entwickelt, wie die Schulsozialarbeit je nach Bedarf gerecht an den Schulen in Dresden verteilt werden kann. Und ja, wir vergeben gelegentlich auch Forschungsaufträge. Zuletzt 2016 an die Evangelische Hochschule, um eine Rahmenkonzeption zu entwickeln zur Stärkung, Profilierung und Weiterentwicklung sozialraumorientierter präventiver Angebotsformen der Kinder- und Jugendhilfe. Auch das ist ein sehr langer, sperriger Titel. Ziel war es, die Kosten der Hilfen zur Erziehung zu senken, indem junge Menschen früher und direkter das passende Unterstützungsangebot bekommen. Das alles zeigt, Jugendarbeit wird fortwährend auf ihre Wirkung geprüft und natürlich wird auch fortwährend diskutiert, in welche Richtung wir die Jugendarbeit in unserer Stadt entwickeln wollen. Nur an diesen Fachdebatten beteiligt sich eine Fraktion kaum bis gar nicht, in der Vergangenheit wie heute, und das ist die AfD-Fraktion. Der Antrag dient, davon bin ich fest überzeugt, der Verschleierung dessen, worum es der AfD in Wirklichkeit geht. Den Kampf gegen eine starke Jugendhilfelandschaft, den Kampf gegen eine Vielfalt an Angeboten in unserer Stadt. Und das alles passt auch sehr zur neoliberalen Ausrichtung dieser Partei, die den Rotstift zuerst im Sozialbereich ansetzen möchte. Soziale Arbeit muss sich rechnen. Auch das ist in der Debatte zu Ihrem Antrag immer wieder durchgeklungen. Und sogenannte Problemfälle sollen in die richtige Bahn gelenkt werden. Darum geht es der AfD. Das belegt einmal mehr die autoritäre Politik und die Überzeugung, dass nur wer für die Gesellschaft nützlich ist, der etwas leistet. Freie Träger werden in diesem Zusammenhang unter einen Generalverdacht gestellt. Das Paradoxe daran ist, dass hier auch ein Beleg erbracht werden soll, den man so nicht erbringen kann. Denn präventive Angebote entfalten eine Wirkung, aber eben nicht nur nach dem Kosten-Nutzen-Ansatz. Sie entfalten ihre Wirkung, indem sie jungen Menschen bis zum 27. Lebensjahr eine professionelle, gute Begleitung geben. Und zwar, weil sie es verdient haben, nicht nur um Schlimmeres in ihrem Leben zu verhindern. Der AfD-Antrag ist nicht nur hochpolitisch, sondern auch hochgefährlich. Er will die Jugendarbeit als Ganzes in Misskredit bringen, mit der Unterstellung, politisch gesteuert zu werden. Und ja, sogar von linker Seite fehlgesteuert zu sein. Herr Pinkert hat es ja, man kann es nachlesen, auf der Seite der AfD auch ganz klar auf den Punkt gebracht. Das Ziel ist aus seiner Sicht die Entpolitisierung der Jugendarbeit. In der Jugendarbeit wird viel politisch diskutiert und Jugendarbeit muss aus meiner Sicht nicht und darf sogar nicht unpolitisch sein. Sie muss Werte vermitteln, die unsere demokratische Gesellschaft eint miteinander. Ich möchte nun zum Schluss noch sagen, dass ich sehr davon überzeugt bin, dass wir als Stadtrat in den letzten Jahren einen richtigen Weg eingeschlagen haben. Wir Grüne gemeinsam mit den Linken und der SPD haben aus voller Überzeugung Erhöhungen im Bereich der offenen Angebote der Kinder- und Jugendarbeit vorgenommen. Und über die konkrete Verteilung entscheidet letztlich Politik hier im Rat,
aber oft, und das möchte ich abschließend sagen, nach einem intensiven Diskussionsprozess und durch Abstimmung demokratisch legitimiert. Ich denke, es ergibt sich damit von selbst, dass wir dem AfD-Antrag nicht zustimmen werden, ihn ablehnen werden, weil er in der Sache nichts bringt. Vielen Dank, Frau Siebenreiter. Für die CDU-Fraktion Herr Dietze. Okay. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, zur Debatte steht die Evaluation der Tätigkeit von Trägern der Freien Kinder- und Jugendhilfe in Dresden. Das Wort Evaluation besteht aus der Vorsilbe ex und valo, heißt, es soll Wert aus etwas gezogen werden. Wann kann denn Wert aus einer Evaluation gezogen werden? Immer dann, wenn sie über den puren Erkenntnisgewinn hinaus Nutzen stiften kann, also der Wirkungsgrad und die Qualität verbessert wird oder die Nachhaltigkeit abgesichert wird. Das gilt aus unserer Sicht auch für den sozialpädagogischen Bereich und schließt eine externe Evaluation grundsätzlich nicht aus. Aus diesem Grund wurde bereits die Arbeit der freien Träger an der Stadt Dresden 2009 vom Institut für Innovationstransfer der Universität Bielefeld evaluiert und in selbigen eine gute Arbeit attestiert. Wenn die AfD mal nachgelesen hätte, dann hätte sie dort solche Sätze gefunden, ich zitiere: Die Angebote stellen einen wichtigen Teil der sozialen Infrastruktur für junge Menschen bereit. Die Stärkung der Angebote der Jugendarbeit liegt in der Verknüpfung verschiedener Funktionen, die sie erfüllen. Sie integriert verschiedene Aspekte wie etwa Freizeitgestaltung, Kultur, Beratung, Unterstützung und Sport. Die Angebote der Jugendarbeit erreicht ein breites Spektrum von Jugendlichen. Seit dieser Zeit haben sich keine grundlegenden Veränderungen in Organisation und Arbeitsweise ergeben. Wir können also davon ausgehen, dass eine erneute Evaluation zu keinem anderen Ergebnis kommen wird. Kurz gesagt, wir würden unter hohen Kosten zu einem bereits bekannten Ergebnis kommen, also eben keinen Wert daraus ziehen. Der Weg zur Steigerung der Wirkungseffizienz sozialpädagogischer Arbeit kann nicht über externe, sondern muss über interne Evaluation führen. Im Gegensatz zur externen Evaluation setzt die interne Evaluation stärker auf das Prinzip des Vertrauens. Das scheint mir dabei aber auch der entscheidende Punkt zu sein. Wir misstrauen den freien Trägern nicht, sondern sind überzeugt, dass die meisten von ihnen eine hervorragende Arbeit leisten und wir partnerschaftlich an einer weiteren Steigerung der Qualität arbeiten können. Dann können wir auch einen Nutzen aus dieser Evaluation ziehen. Und Herr Pingert, aufs Übelste angegangen, so zart beseitet sind Sie doch nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dietze. Für die Fraktion Die Linke, Herr Wirz. Ist gewechselt? Gut, Sie dürfen auch. Herr Kiesling. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich würde auch gern vieles evaluieren und überprüfen in dieser Stadt. Ich habe zum Beispiel mal versucht, mit Grünen zusammen die Versammlungsbehörde zu überprüfen, ob die denn tatsächlich lauter, ja, ob die zum Beispiel rechts und links gleich behandelt, hat nicht funktioniert. Oder wenn ich könnte, juckt mir immer den Finger, würde ich gerne mal das Straßen- und Tiefbauamt überprüfen. Und zwar auf die Frage hin, ich sage Ihnen auf die Frage hin, ob denn wirklich die vielen mobilen Ampeln, die immer aufgestellt werden an Baustellen, nötig sind. Und wieso man, wenn man eine Straße sperrt, man per Bescheid gezwungen ist, das Schild, was man da hinstellen muss, bei einer privaten Firma zu kaufen für 700, 800 Euro. Würde ich gerne mal prüfen, ob das stimmt, warum das so ist. Aber gut, die AfD will etwas anderes überprüfen. Und zwar, sie will nicht die Kultur überprüfen. Hätte man dieselbe Rede halten können, das will sie nicht. Sie will auch nicht den Sport überprüfen. Nein, sie will die Jugendhilfe überprüfen. Und jeder, der ein bisschen sozusagen sich in der Landschaft umtut, weiß natürlich, dass die Jugendhilfe auf der einen Seite und die AfD auf der anderen Seite sozusagen in herzlicher Abneigung aufeinander schauen.
Ich will einfach nur die Vielfalt beschreiben. Wir fördern in Dresden Träger, die gehören zur Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, nicht zur Amtskirche. Wir fördern Träger, die sind aus dem Bereich der Lebensschützer des Katholizismus entstanden. Wir fördern selbstverständlich viele Träger, die zu den beiden Amtskirchen gehören. Wir fördern Träger, die weltanschaulich neutral sind, wie die Sportjugend zum Beispiel, die Gewerkschaftsjugend. Wir fördern Träger, die aus einem sozialpädagogischen Ansatz herausgewachsen sind, wie der VSP vielleicht. Wir fördern Träger, die sehr politisch sind, wie zum Beispiel die sozialistische Jugend, die Deutschlands, die Falken und so weiter. Und wir fördern Elterninitiativen im Kita-Bereich zum Beispiel. Das alles tun wir. Und zwar, weil § 3 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes sagt, die Jugendhilfe ist gekennzeichnet durch die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen und die Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen. Und beides verbunden, ich bin immer noch auf der Seite der Jugendhilfe, beides verbunden durch 74 und 75 KJHG, wo eine Voraussetzung beschrieben wird, nämlich die, dass alle diese Träger in ihrer Vielfalt eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit leisten. Das ist die eine Seite. Auf der anderen ist die AfD. Meine sehr geehrten Damen und Herren, seit der letzten Evaluation haben wir den Planungsprozess stark verändert. Ich will ihn einfach beschreiben, um diesem Selbstbedienungsbehauptungsmythos etwas entgegenzusetzen, weil die Beteiligung derjenigen, die betroffen sind, ist eng gekoppelt an Öffentlichkeit. Beides muss man miteinander sehen. Wir haben also eingeführt folgenden Vorgang. Alle 2 Jahre trifft sich in jedem Planungsbereich, 17 gibt es davon in der Stadt, und für einige Bereiche der überregionalen Themen treffen sich Planungskonferenzen. Öffentlich kann man hingehen. Dort beraten alle, die dort etwas damit zu tun haben und wollen, darüber, was in diesen entsprechenden Bereichen nötig ist, was man bräuchte, welche Wirkungen vielleicht bisher nicht erreicht worden sind. Und dann überlegen sie, ob sie das mit den vorhandenen Ressourcen schaffen, oder ob sie vielleicht andere Ressourcen brauchen. Die Ergebnisse dieser Planungskonferenzen werden von der Verwaltung des Jugendamtes veröffentlicht. Kann man alle auf der Homepage des Jugendamtes lesen. Fachkräfteportal Jugendinfoservice. Dann macht die Verwaltung des Jugendamtes daraus eine Vorlage. Da wird ein Planungsbericht erstellt für jeden einzelnen dieser Stadträume plus die überörtlichen Themenbereiche. Diese Vorlage ist sofort öffentlich, weil der Jugendhilfeausschuss tagt nämlich immer öffentlich. Und dann wird diese Vorlage nochmal in die Stadtteilrunden gegeben, ob sich denn vielleicht zwischen dem Moment, wo man es öffentlich schon mal beraten hat, und dem Moment, wo es jetzt in die Vorlage gegossen ist, irgendetwas ergeben hat, ob etwas sich verändert hat. Und mit dem Ergebnis kommt es dann in den Unterausschuss Planung. Es ist der einzige Punkt, wo nur Stadträte oder Jugendhilfeausschussmitglieder zuschauen können. Die können das machen, jederzeit, kein Problem. Und das Ergebnis dann kommt in den Jugendhilfeausschuss und wird beschlossen. Das ist die umfassendste innere Evaluation, von der Herr Dietze sprach. Die umfassendste innere Evaluation, die man sich überhaupt noch vorstellen kann. Und sie macht deutlich, wie überflüssig dieser Antrag ist. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion, Herr Kanderski. Möchten Sie? Okay. Dann FDP-Fraktion, Herr Zastrow. Sichtet, gut. Gibt es sonstigen Redebedarf? Bitte sehr, Herr Gilke. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner. Wir haben viele Dinge gehört und es wird wieder einmal mit negativen Informationen gearbeitet. Entschuldigung. Da hieß es, unsere Einbringung sei unklar. Liebe Dresdnerin, liebe Dresdner, schauen Sie es einfach noch mal an. Hören Sie meinem Kollegen Pinker zu. War das wirklich unklar oder kann unter Umständen die Kollegin von den Grünen gewisse Dinge nicht verstehen? Gut, Bildungsfrage. Die Jugendhilfe stellen wir mit einer Evaluation nicht in Frage. Dass dies in ganz klein bisschen in diese Richtung gegangen ist, das zeigt wieder mal diese typische Verhaltensweise uns gegenüber. Das hat aber etwas damit zu tun, wenn sich die lieben Dresdner das mal anschauen, jeder Antrag, der von der AfD bisher gekommen ist, wurde abgelehnt. Jeder.
Man nennt so etwas Fundamentalopposition und dies erleben wir hier gerade wieder. Ist aber kein guter politischer Stil, der wird sich auch irgendwann nochmal rächen. Dann hieß es, der Rotstift wird angesetzt. Die AfD möchte gerne den Rotstift ansetzen. Ja, ich persönlich stehe dafür und ich persönlich finde, Hellerau sollten wir zumachen. Sofort, von der Jugendhilfe haben wir vom Rotstift nicht geredet. Es wurde erzählt, die politische Diskussion muss in der Jugendhilfe gefördert werden. Dagegen ist nichts einzubringen. Aber die parteipolitische Prägung, die darf nicht sein. Und genau die findet statt. Wir haben gehört, es gab eine Evaluation 2009. Meine Damen und Herren, wir leben im Jahre 2020, das ist 11 Jahre her. Was spricht dagegen, wenn 2009 so ein wahnsinnig tolles Ergebnis rausgekommen ist? Was spricht dagegen, es nochmal neu zu tun nach 11 Jahren, um dann zu sagen, guckt mal, liebe AfD, wir haben es euch doch gesagt, wie klasse es ist. Oder ist es vielleicht die Angst? Es gibt ein paar Veränderungen, das möchten wir den Bürgern nicht vorenthalten. 2007 war die Jugendhilfe mit 8 Millionen unterwegs. 2018 sind es 18,6 Millionen, also mehr als verdoppelt. Ich muss dazu sagen, das ist ein Grund, mal nachzuschauen und draufzuschauen. Und wenn man sich die Struktur des Jugendhilfeausschusses anschaut, dort sind diejenigen, die das Geld bekommen, sitzen mit dabei als Entscheider. Auch nicht wirklich so optimale Geschichte. Und was ich hier spüre in diesem Rat, das ist die Angst davor. Die Angst, dass mal etwas geprüft wird. Wenn man nichts zu befürchten hat, hat man keine Probleme damit. Vielen Dank. Wir können damit ins Abstimmungsverfahren eintreten. Zunächst den Änderungsantrag der AfD-Fraktion und dann den Ausschussbericht. Ich rufe zunächst den Änderungsantrag der AfD-Fraktion auf und bitte Sie ums Handzeichen, wer diesem zustimmt. Gegenstimmen? Enthaltung? Der Änderungsantrag ist bei 16 Ja-Stimmen und 50 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Wir kommen damit zum ungeänderten Bericht des federführenden Ausschusses. Wer diesen zustimmt, lehnt den Antrag ab. Ich bitte Sie um Ihr Handzeichen zur Zustimmung des federführenden Berichts. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist bei 50 Ja-Stimmen und 16 Nein-Stimmen so bestätigt. Vielen Dank. Damit haben wir auch diesen Tagesordnungspunkt absolviert.